Tag 2 auf der Explore Science 2017. Erforschen, erleben, entdecken. Das Thema in diesem Jahr: Energie. Die richtige Dosis macht's. Beim Pendelbillard gewinnt, wer einschätzen kann, wie viel Energie es braucht, um mit dem Gewicht eine Schraube zu treffen. Ausgedacht hat sich das die Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen-Gartenstadt. Hier haben wir ein Gewicht und mit dem Gewicht muss man versuchen, den Nagel in das Plastikloch reinzumachen. Und genau, hier sind auch ein paar Hilfeschilder. Zum Beispiel hier steht jetzt, die Energie nimmt zu. Wenn man höher ist, dann geht man über den Nagel hinaus und er fällt nicht rein. Wenn man niedriger ist, geht er nicht an den Nagel und er fällt auch nicht rein. Deswegen muss man die richtige Balance finden. Hier gilt es, Energie zu kontrollieren. Eine Fähigkeit, die auch im Alltag hilfreich ist. Die kann man auch bei Skateboardbahnen sehen. Die sind ja auch so meistens halbkreisig aufgebaut. Und da kann man auch sehen, wenn man oben am Startblock steht und runter geht, wenn es hinten höher ist, dann braucht man mehr Schwung. Und wenn es hinten niedriger ist, muss man ein bisschen weniger Schwung nehmen, da es nach unten immer schneller geht. Energie kann auch zum Problem werden. In der fingierten Stadt Wadhausen neigen sich Kohle und Gas dem Ende. Erneuerbare Energien müssen her. Wie das mit der Sonne oder aber mit Windkraft funktioniert, können die Besucher selbst herausfinden. Jeder kann auf der Explore Science sogar sein eigenes Wasserkraftwerk bauen. Mit verschiedenen Materialien wird eben ein Staudamm produziert. Und dann müssen Sie sich überlegen, an welcher Stelle setze ich jetzt mein Wasserkraftwerk, um aus dieser Lageenergie Bewegungsenergie zu erzeugen, sodass Energie für Wadhausen zur Verfügung steht. Die Explore Science 2017. Hier beginnt die Zukunft schon heute.